Aber wir schaffen es, den Ziel zu erreichen. Nein! Das ist nicht wahr. Och nee. Digga, dein Ernst. Get ready. Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer weiteren Part von Mario Kart 7. Ja, wir sind in der letzten Part mit der Panzerkarte. Nicht, oder? Warte mal. Nee, nicht Panzerkarte, sondern Blumenkarte war das. Ja, unser Donkey Kong nehmen wir jetzt mal heute am Start. Mit seiner normalen Karre. Bitte, Bala. Die Kap geht es jetzt. Nun. Super Banane Cup. Los geht's. Und zwar in der Cooper Strand. Eine aus der damaligen Zeit, aus der Mario Kart 64. Aber der erste Runde. Und die Steuerung will wieder nicht. So, jetzt muss es aber klappen. Ja, jetzt aber. Jetzt hier. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ja, jetzt geht die Steuerung, ne? Ja, geht doch. Ach ja, die Koopa Cup ist ja auch eins der Klasse. Ja, ich finde, diese Strecke hat es echt eine längliche Zeit und ich sehe das dann drauf. Warum wollen wir das eigentlich klar? Aber wir schaffen es, den Ziel zu erreichen. Erster Platz. Mit 10 Punkte eingesprungen. Ja. Ich finde die Strecke, es geht so klar. Also es ist jetzt nicht das Wahrliche, weil es ist ja noch gleich wie der Original. Also es ist nicht so was geändert. Die Abkürzung wurde auch noch geblieben. Und ja, aber es sieht schon, gerade im Mario Kart 7, wo das ja auch nochmal, glaube ich, meine ich, im Mario Kart 8 Glücksbooster-Strecken, was auch der Fall war, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Schöne Rennstrecke.
kommen wir aber stattdessen zu der guten alten Klassiker, die sehr vielmals in der Remastered-Szene war, und zwar die Mario-Piste aus der Super Mario Kart. Ach ja, warum mir lange Zeit auch kein Mario Kart 7 Part war, liegt einfach daran, dass ich halt so in der Ecke, Monate Ecke aus musste, viel was machen. Viel was ja auf der Ecke bis hinziehen, gerade die letzte Woche bei CSD. Die war ganz super gewesen, aber das Ding ist, ich war in CSD. Los. Und weg. Scheiße! Was ist passiert? Ich bin ohne Grund. Nichts weiter. Hol ich trotzdem ein mit erster Platz. Nein! Das ist nicht wahr. Och nee. Digga, dein Ernst. Fünfter! Ernsthaft, Dritter. Das ist schon übel. Gerade gegen Ende wieder, ne? Vor allem, ich reiß mich wirklich zum Kopf hier rein und trotzdem werde ich nicht umgeklatscht. Jetzt kommen wir aber zu meinem berühmten Mario Kart. Das ist Mario Kart Wii aus der Colorado Pille, wo das auch im Mario Kart 8 Deluxe, die jetzt die Booster-Streck-Pass auch remastered wurde. Was ich sehr gut finde, dass es gemacht wurde, weil die Schritte als meine Liebsten. Nicht so. Wow. Ja, wirklich meine allerliebsten. Die ich sehr viel Hindernisse bekomme. Und viel mehr gibt. Ey, das kann nicht sein. Das finde ich gut. Das ist gut getan. Erster Platz. Wir steigen ganz gut an. Ja, also, wieso die letzte Woche kein Part kam, liegt einfach daran, weil ich halt war so viel um Ecke gewesen. Das ist, ja. Ich habe gehört, blauer Panzer kommt. Warum kann dieser blaue Panzer nicht einfach mal komplett abschaffen? Der ist überall schon im Mario Kart zu sehen. Zum Glück nicht in der alten Double-Zeit, wo das Super Mario Kart der Fall war, wo keine blaue Panzer sei. Und so. Ja. Und der Tod ist weit. Generell muss ich sagen, die
haben irgendwas Schnecke, Bus. Entweder am schon Cooper. Ja, ist klar mit Feuerball. Erledigt er mich. Erster. Nein. Oh, oh. Kumba kommt. Oh, Gott sei Dank. Noch erster, weil er war mir schon wieder nah an Vers. Das merkst du an der Karte sofort. Halleluja. Aber ja. So sehen Sieger aus. Da. Ja, noch. Hat irgendwie ein bisschen angehackt aus der DS. Und das ist die letzte Runde. Alles noch. Und ich lande. Das sieht nicht gut aus für uns. Nicht gut für mich aus. Karma. Passiert. Naja, nicht passieren. Und, ja. Ach ja. Wer weiß, vielleicht versuche ich das trotzdem noch. Noch einen Mark hat 7 online zu bringen, aber ich glaube. Hä? Warum? Warum? Was soll das? Hä? Ich habe den Ball aber nicht berührt. What the fuck? Oh, stimmt. Ich bin auch so schlau. Ich zünde. Haha. Gegensatz zu Toad. Wird er gesniped? Wird er gesniped, aber Yoshi ist weiter auf der Nase. Nein! Nein, du beschissener Kugel. Das kann nicht sein. Alter, bei Waluigi Pinball meine ich, dass es gar nicht noch etwas stehen geblieben an der Stelle. Hoffe ich mal. Aber ich glaube, das läuft nicht weiter. Ah, jetzt. Okay. Hat tatsächlich ein bisschen umgehangen. Schon wieder. Schon wieder der Aufnahmesession hat es wieder verkackt. Applaus für diese Aufnahme und ja, wir machen weiter. Weil das kann jetzt nicht wahr sein. Dass gerade wieder so eine letzte Runde, wieder so eine beschissene. Ich krieg die Krise. Erster Platz. Nein. Weil Yoshi hat einen grünen Pan. Überhaupt nicht gut. Nein. Oh nein. Vor allem. Keiner kommt auf mich zu. Keiner kommt auf mich zu. Geil. Geht doch. In dem Fall wieder zu stehen zu heißen. Und haben 2 Sterne enthalten. Und haben jetzt den Blättercup freigeschaltet. Ja, echt eine schöne Part, wie ich finde. Und ich habe einen Karteil gekriegt.
Ja, das war nochmal eine schöne Part noch. Der Fall noch gegen Ende noch ganz gut abgesichert. Ohne, dass ich einen Fehler mache, der Fall. Es war jetzt noch ganz in Ordnung. Also es war jetzt keine Vollkatastrophe. Aber trotz allem noch gut gelingen. Ja, wenn euch gefallen hat, Daumen hoch geben, Social Media, alles könnt ihr machen. Und man sieht sich wieder. So, ja, macht's gut euch. Euer Amy. Tschüss. Thank you very much. Ihr könnt auf den Links hier die letztlichen Videos und die Playlist anschauen. Und den rechten die Abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine Videos zu verpassen.